Hi Leute und willkommen in Mike's Edit Suite. Heute habe ich für euch ganze 10 Gründe für Magic Lantern. Oft lese ich in den Kommentaren oder mir werden Fragen gestellt, warum sollte man sich überhaupt Magic Lantern installieren? Die Leute sind sich zum Teil auch nicht sicher. Sollen sie sich das installieren? Brauchen sie es? Wollen sie es? Ja, das ist nämlich die Frage und deswegen mache ich für euch dieses Video mit 10 meiner Gründe, warum ich Magic Lantern installiert habe und warum ich es auch auf jeder meiner Canon-Kameras nutze. Was ist Magic Lantern? Ganz kurz, es ist eine zusätzliche kostenlose Firmware, womit ihr den Funktionsumfang eurer Canon-Kamera erweitern könnt. Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr und zu dem ganzen Installieren und zu den ganzen Punkten, die ich euch hier auch nennen werde, gibt es auch ganz viele Tutorials schon auf meinem Kanal, wo ich auf jeden der Punkte auch im Detail eingehe und auch beschreibe, was man damit machen kann und wie man das Ganze nutzt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der Playlist dazu. Aber kommen wir zuerst mal zu Grund 1. Viele kennen das sicherlich schon aus der Fotografie, HDR, High Dynamic Range. Und das kann man nicht nur mit Fotos machen, sondern mit Magic Lantern kann man das auch mit Videos machen. Und zwar werden dann abwechselnd zwei verschiedene Bilder aufgezeichnet mit zwei verschiedenen ISO-Werten. Einmal ein hoher ISO-Wert für ein helles Bild und einmal niedriger ISO-Wert für ein dunkles Bild. Das wird dann zusammengemerged und dann hat man ein HDR-Video. Gerade praktisch, wenn man zum Beispiel in einem dunklen Raum ist und aus dem Fenster filmen möchte, aber den Raum trotzdem hell im Bild haben möchte, aber dafür auch nicht den Himmel außerhalb des Fensters ausgebrannt. So kann man halt ein HDR-Video machen und beides zusammen ist gut sichtbar. Das funktioniert aber nicht mit schnellen Bewegungen, egal ob es jetzt die Kamera betrifft oder die Objekte im Bild. Da darf sich nicht so schnell was bewegen, sonst sieht das nicht sehr gut aus. Aber mehr dazu im passenden Tutorial. Auch eine sehr praktische Sache, der Follow-Fokus. Gerade wenn man weiß, okay, ich möchte von hier bis hier eine Schärfeverlagerung machen, kann man das an der Kamera direkt einstellen, diesen Punkt speichern und mit einem Knopfdruck macht die Kamera automatisch diese Schärfeverlagerung. Das bedeutet, man muss nicht per Hand ziehen, man läuft nicht Gefahr, dass man vielleicht diesen Punkt nicht trifft oder zu schnell oder zu langsam ist, sondern die Kamera macht das automatisch gleichmäßig. Aber mehr dazu im passenden Tutorial. Auch eine sehr praktische Sache, die uns das Filmen erleichtern soll, ist das Focus Peaking oder auch bekannt als Kantenabhebung. Dabei werden kleine bunte Pünktchen quer übers Bild verteilt auf dem Live View angezeigt, nicht auf der Aufnahme später selbst, also keine Angst, das betrifft nicht die Aufnahme, sondern nur den Display hinten auf der Kamera. Und dabei wird uns angezeigt, wo der Fokus gerade liegt. Also wenn wir den Fokusring drehen, verschieben sich auch die Pünktchen und wenn wir zum Beispiel eine Schärfeverlagerung machen, können wir sehen, wo gerade der Fokus genau sitzt. Aber mehr dazu im passenden Tutorial. Und noch eine praktische Sache, die uns das Filmen erleichtern soll, sind die Zebras. Und damit meine ich jetzt nicht Hufentiere, sondern gestreifte Bereiche im Bild, die überstrahlte Bereiche im Bild anzeigen sollen. Das ist sehr praktisch, weil man das Bild auf dem Display nicht immer gut einschätzen oder beurteilen kann und dann nicht immer weiß, okay, ist das jetzt wirklich überstrahlt oder ist es vielleicht noch gar nicht überstrahlt, sieht aber vielleicht schon so aus. Und da aktiviert man die Zebras und die beurteilen für einen das Bild, die analysieren das und zeigen dann in einem gestreiften Muster dann Bereiche ein, die überstrahlt sind. Aber mehr dazu im passenden Tutorial. Jeder kennt es von euch, hohe ISO-Werte bedeuten hohes Bildrauschen und genau da kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Magic Lantern ISO-Werte. Ihr habt die Möglichkeit, die ISO-Werte jetzt ein bisschen zu verschieben und nicht mehr in die 100er Schritte einzustellen, also 100, 200, 400, 800, sondern in die 80er Schritte. 80, 160, 320, 640 und so weiter. Diese 80er Schritte bewirken ein viel besseres Rauschverhalten und dabei habt ihr bei gleich hohem ISO sozusagen ein besseres Rauschverhalten, also weniger Rauschen im Bild. Ziemlich praktisch und mehr dazu im passenden Tutorial. Das betrifft zwar nicht das Filmen, aber das Fotografieren und eine überaus nützliche Funktion, wie ich finde, ist der Bulb-Modus von Magic Lantern. Für die, die es nicht wissen, Bulb ist, wenn ihr ein Bild länger als 30 Sekunden belichtet. Viele haben da zum Beispiel eine Fernbedienung oder andere Möglichkeiten, wie man ein Bild länger belichten kann. Aber Magic Lantern bietet das auch und da kann man exakt einstellen, so und so lange, so viele Sekunden, so viele Minuten, so viele Stunden will ich ein Bild belichten. Das geht hoch
bis zu 8 Stunden. Das soll wohl für Sternfotografie ziemlich nützlich sein. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn ihr schon eine Erfahrung damit habt, postet es gerne runter in die Kommentare. Und mehr zu der Funktion gibt es im passenden Tutorial. Manche von euren Kameras werden sicherlich keinen Kopfhörerausgang haben, so wie zum Beispiel die 550D. Was aber Magic Lantern bietet, ist eine Funktion, dass man trotzdem Kopfhörer anschließen kann und dabei den Ton, der aufgezeichnet wird, mithören kann. Das Ganze funktioniert über das mitgelieferte AV-Kabel, dann noch ein Adapter und dann kann man die Kopfhörer anschließen. Wichtig ist, dass eure Magic Lantern-Version auch diese Funktion unterstützt. Die müsste dann sowas wie Headphone Monitoring heißen im Audio-Tab in Magic Lantern Menü. Wenn ihr das nicht habt, dann unterstützt Magic Lantern für eure Kamera das leider nicht. Bei der 550D ist es auf jeden Fall so und da funktioniert das und das ist sehr praktisch, wenn man filmt, dann kann man nämlich direkt den Ton beurteilen und hört, wie laut er ist und ob irgendwelche Störgeräusche sind. Aber mehr dazu im passenden Tutorial. Bleiben wir beim Thema Audio und zwar Audio einpegeln. Viele der Kameras bieten von Hause aus nicht die Möglichkeit, den Ton manuell einzupegeln. Das ist natürlich ein Problem, wenn man irgendwie Ton aufzeichnen möchte und man muss sich dann auf die automatische Lautstärkeregelung der Kamera verlassen. Jetzt bietet Magic Lantern bei vielen Kameras, nicht bei allen, die Möglichkeit, den Ton manuell einzupegeln. So zum Beispiel bei der 550D. Da hat man die Möglichkeit, AGC auszuschalten, also die automatische Lautstärkekontrolle, und man hat die Möglichkeit, dann den Ton manuell einzupegeln. Das Geile daran ist, ihr habt sogar ein kleines Pikmeter, also so ein Lautstärke-Ausschlag mit im Bild und könnte allein schon am Bild beurteilen, wie laut der Ton ist. Das mache ich zum Beispiel sehr häufig, dass ich nicht nur mithöre, sondern auch am Bild selbst sehe, aha, okay, so laut ist der Ton, das passt, oder das ist schon wieder zu laut, ins Rote sollte es halt nicht gehen, und das ist sehr praktisch. Aber mehr dazu im passenden Tutorial. Jetzt kommen wir zu so einer kleinen Grauzone. Videografie, Fotografie, was ist es nun? Man weiß es nicht. Zeitrafferaufnahmen. Eigentlich werden Fotos gemacht, die zu einem Video zusammengemerged werden. Ist ja auch egal. Und zwar die Intervalometer-Funktion von Magic Lantern. Ich weiß, viele Kameras haben das schon von Hause aus. Ich glaube, Nikon hat das überall, bei jeder Kamera, ich bin mir nicht sicher. Oder man hat so solche Fernbedienungen zum Beispiel, womit man auch Intervalle einstellen kann. Aber Magic Lantern bietet das für Canon-Kameras direkt im Body selbst. Und da kann man auch wirklich viele Einstellungen vornehmen, wie groß die Intervalle sein sollen, wie viele Fotos gemacht werden sollen und so weiter und so fort. Mehr dazu im passenden Tutorial. Kommen wir zum letzten Grund oder wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum viele Videografen Magic Lantern nutzen und auch für mich einer der stärksten Gründe ist RAW Video. Ihr habt mit Magic Lantern die Möglichkeit, RAW Videos aufzuzeichnen. Und wer das aus der Fotografie kennt mit RAW Fotos, der weiß, dass man in der Nachbearbeitung viel mehr Spielraum hat. Durch einen viel größeren Dynamikumfang könnt ihr das auch in Videos machen. Und zwar habt ihr dann die Möglichkeit, zum Beispiel helle Bereiche, die ausgebrannt wirken, wieder zu retten oder dunkle Bereiche, die wirken, als wären sie geklippt, auch nochmal hochzuholen und auch nochmal zu retten. Und da habt ihr viel mehr Spielraum. Ihr habt da die Möglichkeit, geile Bildlooks zu erstellen, das Bild viel schöner anzupassen. Ihr habt einen größeren Dynamikumfang in der Aufnahme. Das Problem ist dabei, dass nicht alle Kameras eine Full-HD-Aufnahme in RAW unterstützen. Die kleineren Kameras unterstützen nur kleinere Auflösungen. Die 5D Mark III zum Beispiel unterstützt Full-HD. Da braucht man aber auch eine dementsprechend schnelle Speicherkarte. Aber mehr dazu im passenden Tutorial. Ganz viele Gründe, warum ich Magic Lantern nutze. Es gibt noch ganz viele weitere nützliche Funktionen, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, aber das waren so meine Top 10 Gründe, warum ich persönlich Magic Lantern nutze. Mich würde interessieren, was eure Lieblingsfunktionen sind oder eure Gründe, warum ihr Magic Lantern nutzt. Postet es gerne runter in die Kommentare, auch wenn es vielleicht hier schon in dem Video genannt worden ist. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Checkt hier an der Seite nochmal die Videos aus, die ich für euch rausgesucht habe. Kostenlos abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keins dieser Videos mehr und wir sehen uns nächsten Mittwoch mit einem neuen Tutorial wieder. Bis dann!